Hallo, liebe Fußballfreunde des FC Bayern Altenau. Herzlich willkommen am 27. Spieltag. An dieser Mauer mussten unsere Bayern-Spieler vorbei aufs Spielfeld. Günni Kümmel hat sie mal wieder motiviert. Und dann ging es auch gleich rein. Fünfte Spielminute, erster Abschluss, aber Luka Garrigue trifft den Ball nicht perfekt, aber noch in der Anfangsphase. Die nächste Möglichkeit: Seitenwechsel von Saebati auf Volkan Ekay, der flankt in die Mitte. Rüdberg kann zunächst klären, aber die zweite Welle der Bayern rollt. Markus Ballmert auf Volkan Ekri, der schaut. Und dann die Flanke von Younes Cheferi, aber Giuseppe Signorelli kann den Ball nicht verwerten. Nach einer Viertelstunde auch Tabellenführer Friedberg im Vorwärtsgang. Der Kopfballversuch wird allerdings von Fabian Wolfert entschärft. Friedberg wollte den Schwung jetzt mitnehmen aus dieser Situation, spielt aber dann einen Fehlpass. Volkan Ekri tanzt zwei Friedberger aus, nimmt Lukas Fächer mit, der hat viel Platz, spielt dann nach rechts außen. Da ist Younes Cheferi, der schaut, der schaut, der schaut, der schaut, der schießt. Und es heißt 1:0 für die Bayern in der 16. Spielminute. Vierter Saisontreffer für Younes Cheferi und die Führung also im Spitzenspiel. 5 Minuten nach der Führung, dann aber Freistoß für die Gäste und erneut Fabian Wolfer zur Stelle. Dann Einwurf für die Bayern. Markus Ballmert schaut noch, wo soll ich hinwerfen? Einfach mal die Linie entlang auf Lukas Fächer, der behauptet sich wie gewohnt. Spielt dann Younes Cheferi an. Und der Doppelpass auf Lukas Fächer, der zieht ab und das heißt 2:0 in der 35. Spielminute. Herrliche Kombination zwischen Younes Cheferi und Lukas Fächer. Hat sich auch schon beim Führungstreffer bewährt. Nun also auch umgekehrt. Danach wechseln wir schon die Seiten, gehen in die zweite Halbzeit. Friedberg wird früh gestört. Die Bayern wollen die Gäste erst gar nicht zurückholen im Spiel. Lukas Fächer am Ball, spielt auf Younes Cheferi, der zieht auf links raus und zieht ab. Aber der Keeper hat noch die Fäuste dazwischen. Weiter geht es, wieder einmal Standardsituation für Friedberg. Aber wieder einmal Fabian Wolfert, unbezwingbar. Es bleibt bei der 2:0 Bayern-Führung. Volkan Ekri versucht es dann und trifft die Latte. Friedberg kann erst mal klären. Aber der Ball ist noch heiß. Wieder die Bayern, diesmal über die rechte Seite. Der eingewechselte Nicola Jürgens bedient Lukas Fächer. Und er macht natürlich aus so einer Situation das 3:0, sein zweiter Treffer an diesem Nachmittag. Die Vorentscheidung im Spitzenspiel der Bayern gegen Friedberg. Noch steht ein kleines Fragezeichen dahinter. Schauen wir mal, ob Friedberg zurückkommt ins Spiel. Aber erst einmal kommt Giuseppe Signorelli. Er stibitzt seinem Gegenspieler den Ball vom Fuß. Kann dann Volkan Ekri mitnehmen, der wiederum mit dem Flankenball in die Mitte, aber der Keeper packt zu. In der nächsten Szene ist es erneut Volkan Ekri, der mit langen Schritten das Mittelfeld überbrückt, nach rechts schaut, abspielt. Dort ist Signorelli, aber dessen Schuss wird gerade noch geblockt. Friedberg mal wieder mit einem Standard unterwegs, Freistoß, aber auch hier wieder Fabian Wolpert zur Stelle. Die 86. Minute läuft, Friedberg kommt über die rechte Seite und Klammstart erneut von Fabian Wolpert. Die letzte Aktion des Spiels gehörte nochmal den Bayern in der Nachspielzeit. Dieser Angriff über die rechte Seite bringt aber nichts mehr ein, macht aber auch nichts. Bayern Altenau gewinnt 3:0 gegen Friedberg.